Er. Denn an seinem Geschlecht konnte es keinen Zweifel geben. Er liebte es, das Rückgrat der Erde unter sich zu fühlen. Denn er empfand ein Bedürfnis nach etwas, an das er sein strömendes Herz heften konnte. Das Herz, das an seiner Seite zerrte. Es ist gewiss, dass viele Damen bereit waren, ihm ihre Gunst zu bezeugen. Das Zeitalter war das Elisabethanische. Ihre Moralvorstellungen waren nicht die unseren, noch ihre Dichter, noch ihr Klima, nicht einmal ihr Gemüse. Die 365 Schlafzimmer waren jeweils einen Monat lang voll belegt. Bankette fanden jeden Abend statt. Er würde jeden Penny, den er besitzt, dafür hergeben, ein kleines Büchlein zu schreiben und berühmt zu werden. Keiner, der auch nur einigermaßen mit den Härten der Schriftstellerei vertraut ist, muss diese Geschichte in Einzelheiten erzählt bekommen. Und dann erwachte Orlando. Kein menschliches Wesen seit Anbeginn der Welt sah je hinreißender aus. Orlando war eine Frau geworden, das ist nicht zu leugnen. Aber in jeder anderen Hinsicht blieb Orlando genauso, wie er gewesen war. Und ich erinnere mich noch genau daran, wie ich als junger Mann darauf bestand, dass Frauen keusch, parfümiert, gehorsam und exquisit gekleidet sein müssen. Jetzt werde ich am eigenen Leib für diese Wünsche bezahlen. Das Leben und ein Liebhaber.